liebe Kinder, heute werden wir die Technik vom Schlagball verbessern. Und zwar mit einigen Übungen, die wir jetzt lernen werden. Erste Übung, mit einer Hand werfen, mit der anderen Hand fangen. Ganz leicht. Dann auch mit der anderen Hand. Mit links werfen und fangen. In Abwechslung. Dann einmal klatschen und fangen. Hübsch. Einmal klatschen und fangen. Nur mit einer Hand. Okay? Das sind die Übungen zum Aufwärmen. Dann mit einer Hand, in diesem Fall die rechte Hand für mich, linker Fuß bleibt vorne, Arm hoch und nach unten prellen. Arm hoch und nach unten prellen. Arm hoch und nach unten prellen. Nächste Übung. Wenn ich mit der rechten Hand werfe, bleibt mein linker Fuß vorne. Mein linker Arm, und zwar meine Hand, schaut nach oben, diagonal, okay, nicht parallel zum Boden, auch nicht nach oben, sondern hier. Die Kraft kommt auf diesem Bein, sodass mein Schwerpunkt auch nach hinten geht und somit werfe ich nach oben, okay? Das werde ich aber machen, indem ich den Ball nicht werfe, sondern einfach runterfallen lasse, okay? So. Upp. Genau. Und wenn ich kann, mache ich das auch gegen eine Wand. Nochmal. Okay. Jetzt. Nur wenn ich kann, kann ich mit Papa oder Mama oder mit den Geschwistern machen. Eins, zwei, werfen und mein Partner fängt den Ball. Okay? Nochmal. Rechts, links und werfen. So übe ich den Anlauf und meinen Wurf. Okay? Und wenn ich das richtig kann, dann mache ich alles zusammen. Okay? Schnell rennen zum Anlaufen und werfen. Okay? Ich mache nochmal ein Beispiel und diesmal werfe ich. Okay? Habt ihr das gesehen? So, jetzt müsst ihr aber üben. Mal sehen, wie ihr das macht. Wie immer. Bleibt gesund. Und viel Erfolg und Spaß mit der Übung. Ciao!